Wir Server-Administratoren kennen es alle. Wir haben verschiedene Server und eigentlich habe ich da jetzt überhaupt ein richtiges Backup-Konzept eingerichtet. Wenn nicht, dann ist dieses Video genau richtig für dich. In diesem Video zeige ich dir, wie du für einen Server ein Backup-Konzept einrichtest und das nicht nur für einen, sondern das kannst du analog direkt auf mehreren auch anwenden. Bevor das Video losgeht, das Video ist Teil der Server-Absichern-Reihe. Schaut da einfach mal in die Videobeschreibung. Dort haben wir schon über die Authentifizierung geredet, über die Paketverwaltung, Intrusion Detection, Intrusion Prevention, Firewall und jetzt kommt das Backup-Thema. Schaut da gerne mal in die Playlist, wenn ihr da weitere Videos dazu schauen wollt. Könnt ihr gerne mal ausprobieren und ich denke, ich werde mal dazu ein Video machen. So ein Rundum-Service für wirklich gut abgesicherte Server und werde da auf jeden Fall ganz, ganz, ganz viel jetzt von der Diskussion hier mitnehmen. Und, da können wir ja auch eine Kooperationsserie draus machen. Ne? Jo. Ja, Micha hat ja so wunderbar in seinen Videos immer gezeichnet. Ich traue mich jetzt auch mal daran, aber das mache ich viel, viel billiger. Micha macht da viel, viel schönere Zeichnungen. Aber jedenfalls, wir haben hier verschiedene Server jetzt hier stehen, die hier alle wunderbare Dienste drauf haben. Die können auch an unterschiedlichen Stellen oder an unterschiedlichen Server-Hostern gehostet sein. Aber wichtig ist, wir haben für diese noch kein richtiges Backup. Wie machen wir das Ganze? Wir können zwar natürlich die Server unter anderem hier mal Backup, wenn wir hier immer auf Server 1 das Backup von Server 2 speichern und so weiter. Aber das könnte dann ein bisschen aufwendiger werden. Von daher empfehle ich einfach einen neuen Server zu hosten, der ganz, ganz wichtig irgendwo anders liegen sollte. Am besten an einer ganz anderen Lokalität. Also manche Server-Hoster haben ja mehrere Lokalitäten. Am besten vielleicht sogar bei einem anderen Server-Hoster, um nochmal sicher zu gehen, falls sie pleite gehen oder ihr da keinen Zugriff mehr bekommt. Weil, ja, das Backup ist die zweite Lebensversicherung, sage ich immer. Und genau, das wollen wir uns natürlich nicht nehmen lassen. Das heißt, ich hoste mir irgendwo anders einen Server oder hoste ihn auch bei mir zu Hause, je nachdem, wie man das haben möchte. Wie gesagt, aber räumliche getrennte Lokalitäten sind da sehr hilfreich und genau, den nenne ich jetzt hier einfach mal Backup. Und von den Source-Servern, das sind Server 1, Server 2, Server 3, möchte ich jeweils Dateien auf den Backup-Server sichern und jeder Server bekommt da auch sein eigenes Verzeichnis und eine eigene Verbindung quasi, wo er dann das da auch immer dann drauf machen kann. Ja, wir kümmern uns heute um den Teil, dass wir hier den Backup-Server einrichten und einen Source-Server. Diesen Fall werden wir behandeln. Genau, die anderen Server gehen dann auch analog. Ich würde sagen, lasst uns direkt anfangen. Ich selber habe jetzt hier zwei Debian-Server frisch aufgesetzt. Und ich melde mich einmal bei dem einen Debian-Server, das ist in dem Fall der Source-Server, musste das sein, einmal an. Genau, also in dem Fall vielleicht unser Server 1 und auf dem anderen hier melde ich mich auf dem Backup-Server an und das ist dann hier mein Backup-Server. Genau, so weit, so gut. Und ich würde sagen, starten wir direkt mal durch. Am Anfang müssen wir schauen, dass wir uns von unserem Source-Server auf den Backup-Server verifizieren können und identifizieren können. Und das machen wir über einen SSH-Key. Das kennt ihr ja vielleicht sogar schon durch die Serie, haben wir ja schon mal durchgenommen. Und ich mache das in dem Fall mit SSH-Key-Gen. Und wir wollen hier ein Public-Private-RSH-Key Keypair kreieren, .ssh, ID, RSA, passt soweit. In dem Fall lasse ich das hier auf dem Standard. Dann könnte man auch eine Passphrase eingeben. Das lasse ich jetzt in dem Fall aber leer, möchte ich jetzt nicht in dem Fall. Und dann haben wir hier einen Fingerprint, den wir hier generiert haben, ein cooles Random Art Image. Und jetzt haben wir hier einen Schlüssel, ein Schlüsselpaar generiert. Das können wir uns anzeigen lassen mit cat.ssh. ID RSA.pub in dem Fall und das ist hier unser Public Key. So, das Ganze kopiere ich mir jetzt einfach mal durch mit Rechtsklick Copy und das müssen wir als auf dem Backup-Server hier gleich hinzufügen. In dem Fall bin ich jetzt hier auf dem User Jean. Ihr könnt das von mir aus auch direkt auf dem User Jean machen. Ich habe das aber lieber, wenn ich da nochmal explizit nochmal einen neuen User erstelle, der dann auch Server Backup heißt, weil genau, dann kann man ganz gut die anderen
Befehle bzw. Einträge besser nachvollziehen vielleicht. So, das mache ich in dem Fall, indem ich jetzt erstmal hier zum Root-Benutzer werde. Wir müssen hier jetzt erstmal einen neuen Benutzer erstellen. Das mache ich mit dem Befehl addUser. Dann gebe ich den Namen ein, in dem Fall ServerBackup. Nenne ich den jetzt einfach mal. Und dann sage ich hier, okay, ich muss ein neues Passwort für den ServerBackup eingeben. Das mache ich in dem Fall. Und vollständiger Name, Zimmernummer ist mir komplett egal, brauchen wir alles nicht. Sind die Informationen korrekt? Meine Informationen sind korrekt und ich bin jetzt damit fertig. So, jetzt möchte ich mich als Server-Backup auch anmelden. Das heißt, ich gebe hier su Server-Backup ein und jetzt sind wir hier unser Server-Backup. Ich gebe cd ein, dann sind wir im persönlichen Ordner vom Server-Backup und hier möchte ich jetzt einmal einen neuen Ordner namens .ssh erstellen und in diesem ssh-Ordner möchte ich eine neue Datei erstellen. Das mache ich mit dem Befehl jetzt mal ganz lazy mit nano.ssh und die Datei nenne ich authorized keys. Haben wir jetzt mal so da drinnen. Ich gebe die Eingabetaste ein. Und jetzt fügen wir einmal diesen Public Key ein, den wir vorhin kopiert haben. Das ist jetzt relativ lange, deswegen wird uns dieses nicht angezeigt, sondern nur das Ende hier. Wenn ich jetzt mal mit der Pfeiltaste nach links gehe, dann seht ihr, okay, ist das auf jeden Fall ziemlich lange. Und ich glaube, wir brauchen noch 5 Jahre, bis wir hier am Anfang sind. Das beschleunige ich, indem ich hier auf POS 1 drücke. Und dann sind wir am Anfang der Zeile. Ja, und vor den Anfang der Zeile, da möchte ich jetzt tatsächlich noch was hinzufügen. Und zwar möchte ich diesem Benutzer von unserem Source-Server, von unserem Server 1, nicht alles erlauben. Ich möchte ihm nur erlauben, wirklich nur Backups abzulegen. Und das mache ich jetzt in dem Fall, indem ich hier nochmal einen weiteren Text davor einfüge. Den gehen wir jetzt gemeinsam durch. Wir wollen das Ganze nur für den Command borg-serve machen. Also das Borg ist unser Backup-Programm, womit wir das alles machen. Borg macht das nebenbei tatsächlich auch mit inkrementellen Backups und komprimiert das Ganze noch und verschlüsselt das Ganze sogar noch und ist wirklich mega platzsparend dafür, was es kann. Also das ist wirklich unglaublich. Genau, und das möchte ich jetzt auf einen bestimmten Pfad restricten und zwar hier einmal Home Server Backup. Das ist halt eben unser Home-Verzeichnis von diesem Nutzer hier, wo wir gerade drauf sind. Dann möchte ich gleich einen neuen Ordner erstellen mit Backups und das nenne ich jetzt einfach mal Server 1. Also in dem Fall unser erster Source-Server. Gut, und ich sage jetzt hier mal am Ende mit --append only, dass wir hier nur Sachen hinzufügen wollen, nichts löschen und so weiter. Und dann kommt danach direkt hier unser SSH, RSA-Key, Public-Key, der damit drin ist. Und es passt in dem Fall, jetzt wähle ich einmal STRG-O aus und STRG-X. Und jetzt haben wir diese Datei hier nochmal abgespeichert. Ja, wir müssen jetzt hier auf dem Rechner jetzt erstmal Borg installieren. Das mache ich jetzt in dem Fall, indem ich hier nochmal kurz zum Root-Benutzer werde und mal apt install Borg Backup eingebe. Machen wir schnell. Wird installiert. Super, ist installiert worden. Ich gehe hier wieder raus aus dem Root-Nutzer und jetzt möchten wir erstmal ein neues Verzeichnis erstellen und in dem Fall hier das Verzeichnis Backups in unserem persönlichen Ordner und dann einmal für unseren ersten Server, also in diesem Backups-Ordner können wir dann auch mehrere Server dann später reinziehen. In dem Fall mache ich jetzt den Server 1 hier eintragen. Und deswegen erstelle ich jetzt hier auch einfach direkt einen Ordner für Server 1 schon mal. So, das haben wir jetzt hier auch schon eingegeben. Und dieser Pfad muss am Ende dann mit dem Pfad aus dieser Authorized Keys Datei hier übereinstimmen. Also dieser Pfad, den ihr hier seht, kann ich auch nochmal markieren, der muss am Ende dann gleich, am Ende diesem Pfad dann entsprechen, ne? Als Adresse insgesamt. Und jetzt müssen wir in diesem Ordner ein neues Borg-Repository, also Backup-Repository erstellen. Das mache ich mit dem Befehl borg-init und dann gebe ich hier --encryption gleich Repo-Key ein und jetzt geben wir den Pfad ein. In dem Fall soll das hier im Backups
Ordner der Server 1 Ordner sein. Und ich gebe die Eingabetaste ein. Jetzt müssen wir hier eine Passphrase eingeben. Das ist tatsächlich auch relativ wichtig. Ich sage jetzt in dem Fall, gebe ich mein ganz sicheres Passwort ein. In dem Fall lasse ich sie nochmal anzeigen. Tatsächlich ist es jetzt hier nur ein sehr, sehr, sehr schwaches Passwort. Ihr solltet für einen richtigen Server da ein stärkeres Passwort verwenden. Wenn ihr ein stärkeres Passwort verwenden wollt, beziehungsweise eins generieren wollt und da noch nicht so richtig Bescheid wisst, habe ich da auch schon mal ein Video in dieser Serie hier gemacht. Das verlinke ich euch jetzt rechts oben. In dem Fall ist es wichtig, dass ihr euch dieses Passwort hier merkt, beziehungsweise irgendwie sichert. Das mache ich jetzt in dem Fall und das am besten irgendwo anders, abseits von den beiden Servern. Und gleich müssen wir noch was sichern, denn um dann später so ein Repository wiederherzustellen, brauchen wir den Schlüssel und die Passphrase. Passphrase haben wir eben eingegeben, aber jetzt noch den Schlüssel und den müssen wir jetzt erstmal von dem Borg Repository extrahieren oder exportieren. Das machen wir mit Borg Key Export Backups Server 1 und dann geben wir die Datei an, inwiefern das, in welche Datei das exportiert werden soll. Ich nenne das jetzt hier einfach mal Key Export. Und dann wurde das jetzt hier rein exportiert und mit dem Befehl cut key-export können wir uns diesen Schlüssel hier anzeigen lassen. Und diesen Schlüssel kopiere ich jetzt hier auch dann mal raus. Und diese beiden Informationen sollte ich mir für die Backups an einem sicheren Ort aufbewahren, bis man das eben wieder herstellen möchte. Und jetzt liegt diese Datei hier gerade natürlich auf diesen persönlichen Ordner rum. Das wollen wir natürlich nicht. Von daher löschen wir jetzt angehend diese Key-Export-Datei wieder. So, dann wäre es das dazu und wir haben unseren Backup-Server soweit eigentlich mal eingerichtet. Und jetzt gehen wir auf den Source-Server. Jetzt machen wir den nächsten Schritt, um jetzt hier Dateien von unserem Source-Server, ich zeige es dir nochmal, von unserem Server 1 hier auf den Backup-Server zu schießen. Und das machen wir jetzt ganz einfach, indem wir hier auch erstmal Borg Backup installieren. Das mache ich jetzt erstmal, indem ich hier zum Root-Benutzer werde und apt install Borg Backup. Machen wir hier mal schnell. Das wurde jetzt installiert in meinem Fall. Und jetzt erstellen wir schon ein Backup-Skript, was wir jetzt für uns anpassen. Das Backup-Skript soll dann am Ende täglich ausgeführt werden, was dann täglich ein Backup von unserem Source-Server auf den Backup-Server schießt. Und das machen wir jetzt einfach mal, beziehungsweise das wollen wir nicht als Root-Benutzer machen, außer ihr lässt Dienste als Root-Benutzer ausführen, dann ist es vielleicht nicht so schön, dann macht es als Root-Benutzer, aber wenn ihr alle Dienste natürlich als normaler Benutzer ausführt, dann reicht das auch, wenn ihr unter diesem normalen Nutzer dann von dort aus das Backup startet. In dem Fall mache ich das auch. Ich bin jetzt hier als Jean angemeldet und gebe jetzt hier einfach mal nano-backup.sh ein. So. Und hier fügen wir jetzt ein bisschen Code ein. Ich erkläre euch gleich, was das alles ist. Den ganzen Code und die ganzen Befehle sind natürlich in der Videobeschreibung. Und jetzt haben wir hier den Code schon mal drin. Wir tun uns erstmal eine Date-Variable anlegen. Die sagt einfach, gibt einfach am Ende das aktuelle Jahr, den aktuellen Monat und den aktuellen Tag aus. Das brauchen wir später, um unser Backup zu benennen. Dann legen wir eine Repository-Variable an. Und wir wollen unser Repository über SSH natürlich aufrufen und zwar dann an den Server Backup Benutzer, wie wir ihn vorhin eingerichtet haben auf unserem Backup-Server. Und der hat die IP-Adresse in meinem Fall 10.22.99.94, wenn ich richtig bin. So sieht das jetzt richtig aus. Port 22 stimmt in dem Fall. Wenn ihr euren SSH-Port geändert habt, dann müsst ihr den hier natürlich auch nochmal anpassen. Und dann geben wir als Pfad natürlich vom Server-Backup unser Repository an. In dem Fall sind wir hier auf Server 1, von daher auch das Server 1-Backup-Repository, was wir ja vorhin eingerichtet haben. So, dann müssen wir unsere Borg-Passphrase einrichten. Und in dem Fall ist das die Borg-Passphrase, die wir uns hier gespeichert haben. Diese Linux Guides 2022 in meinem Fall. Und das füge ich jetzt hier ein. So, gut, und dann am Ende wird jetzt erst der Befehl ausgeführt, borg create,
in unserem Repository, was wir hier angelegt haben, das Backup benennen wir nach dem momentanen Datum. So würde, glaube ich, das Ganze dann heißen. Und welche Ordner wollen wir dann speichern? Beziehungsweise welche Ordner von unserem Rechner, von unserem Server 1 wollen wir hier jetzt speichern? In dem Fall möchte ich jetzt hier einmal Home Jean sichern, also mein aktuelles Home-Verzeichnis von diesem Server. Und dann noch den var-www-Ordner. Da liegen jetzt beispielsweise meine Webserver-Dateien. Ja, wenn ihr noch weitere Dateien habt, beispielsweise noch eine MySQL-Datenbank oder andere Sachen, dann sichert die auf jeden Fall auch mit. Könnt ihr hier einfach als weiteres Argument eintragen. Am Ende habe ich hier noch --exclude-caches gemacht. Was vielleicht noch wichtig ist, dass ihr zuvor die Services stoppt, beispielsweise damit systemctl-stop. Keine Ahnung, euren Spieleserver oder was ihr da auch immer habt und dann vielleicht kurz wartet. Könnt dann beispielsweise hier mit Sleep und dann 10 eingeben und dann wartet er 10 Sekunden beispielsweise, bis dann alle Services gestoppt sind. Dann erstellt er hier das Backup und dann könnt ihr danach dann eure Services wieder starten beispielsweise. Also könnt ihr hier auch nochmal anpassen, je nachdem, wie ihr diesen Server 1 hier sichern wollt. Ich wähle einfach mal Steuerung O aus und gebe Speichern ein, beziehungsweise die Eingabetaste und drücke Steuerung X. So, das wurde jetzt in dem Fall perfekt gemacht und jetzt möchte ich einmal das ganze Backup-Skript ausführen, beziehungsweise davor müssen wir das erstmal ausführbar machen. Das mache ich mit dem Befehl chmod plus x und jetzt können wir hier backup.sh ausführen mit Punkt Schrägstrich da vorne und jetzt wird am Anfang das erste Mal gefragt, ob wir diesen Fingerprint annehmen wollen, wenn wir uns da noch nie auf unseren Backup-Server eingeloggt haben. In dem Fall ist es vollkommen okay, wir geben einmal Yes ein und dann hat er das hier schon gemacht. In meinem Fall ist es jetzt nur ein Testserver und von daher ging das jetzt relativ zügig durch und das Backup wurde erstellt. Ja, solange keine Fehlermeldung kommt, passt es soweit und unser Backup wurde perfekt erstellt. So, das Ganze können wir natürlich auch nochmal nachschauen auf unserem Server, Backup-Server mit dem Befehl borglist. Backup Server 1 kann ich mir die aktuellen Backups nämlich anzeigen lassen und jetzt muss ich die Passphrase eingeben. In dem Fall ist das diese Passphrase Linux Guides 2022 und in dem Fall zeigt er hier auch schon das aktuelle Backup an, was wir jetzt eben erstellt haben. Dann hat das jetzt hiermit somit funktioniert. Wichtig ist aber auch, dass wir uns das auch einfach mal anschauen, wie dieses Backup momentan aussieht und was da drin gespeichert ist und ob da alles drin gespeichert ist. Das solltet ihr auf jeden Fall mal durchchecken. Das macht ihr mit mkdir-mnt beispielsweise. Tun wir uns jetzt hier ein Mount-Verzeichnis erstellen und dann mache ich das mit borg-mount unser Server 1 Backup auf unser Mount-Verzeichnis. So, passt. Mount must be a writable directory. Ach so, wir haben ja unser Mount-Verzeichnis in unserem persönlichen Ordner gemeint. Und jetzt müssen wir wieder die Passphrase eingeben. Und das haben wir jetzt in dem Fall. Und jetzt kann ich hier reinschauen mit ls, cd, mnt. Jetzt kann ich das Ganze durchstöbern, sehen den momentanen Ordner. Ich gehe mal in den momentanen Ordner rein und hier sehen wir jetzt einmal das Home-Verzeichnis und das var-www-Verzeichnis, was ich ja dann abgesichert habe. Könnt ihr dann alles mal durchgehen, ob das soweit passt, ob da alle wichtigen Dateien gespeichert sind. Könnt ihr beispielsweise jetzt ncdu auch verwenden. Ich mag das Programm ziemlich gut. Dann sieht man, was hier gespeichert wurde. Ist jetzt hier nur eine Testmaschine, von daher ist hier fast nichts drin. Bei euch dürfte das dann wahrscheinlich doch schon voller sein. Ja, in dem Fall hat das Backup jetzt geklappt. Aber wir wollen jetzt nicht jeden Tag hier reingehen und das Backup jeden Tag manuell ausführen. Das möchten wir jetzt automatisch ausführen lassen. Und dazu müssen wir jetzt einmal den Befehl crontab-e eingeben. Ich wähle hier mal Nano als Editor. Und jetzt können wir hier einmal definieren, dass beispielsweise jeden Tag um 2 Uhr morgens dieses Backup ausgeführt wird. Jeden Tag 2 Uhr morgens bedeutet Minute 0, Stunde 2, Day of Month ist mir egal, Monat ist mir egal, Day of Week ist mir auch egal. Also von daher trage ich immer Sternchen ein, das heißt am Ende mit den drei Sternchen jeden Tag führe das Ganze jeden Tag aus und dann immer um 2 Uhr genau. Und jetzt müssen wir noch den Befehl eingeben und in dem Fall ist das hier slash home und dann in dem Fall
der Benutzer heißt Shaw und dann die backup.sh-Datei. So, die möchten wir ausführen, die wir eben erstellt haben. Und dann passt es hier, ich wähle Steuerung O aus und gebe die Eingabetaste ein und gebe Steuerung X ein. So, und jetzt hat das Ganze hier funktioniert und unser Server startet jetzt direkt jeden Tag um 2 Uhr morgens seine Backup-Routine. Wunderbar, das heißt, jetzt werden jeden Tag immer zur gleichen Zeit um 2 Uhr morgens von unserem Server 1 hier Backups auf diesem Backup-Server gemacht. Aber jeden Tag werden da neue Backups hinzugefügt, das heißt, unser Backup-Server läuft vielleicht irgendwann mal voll. Wir wollen vielleicht nicht mehr das tägliche Backup von vor 5 Jahren beispielsweise da drin haben. Und das können wir natürlich alles manuell löschen, aber wir können das natürlich dann auch schon automatisch von unserem Backup-Server verwalten lassen, dass der dann vollautomatisch nur die Backups behält, die wir dann halt auch definieren in der Hinsicht. Das machen wir jetzt in dem Fall, das bringt auch Borg mit sich mit. Das heißt, wir gehen jetzt auf unseren Backup-Server. Ganz wichtig, unser Borg-Verzeichnis müssen wir hier auch wieder umounten. Das machen wir mit Borg, umount und dann MNT, da haben wir es eingehangen. Wichtig, das dürft ihr nicht vergessen. Nun erstelle ich hier im Server-Backup eine neue Datei. Die nenne ich einfach mal prune-backup.sh und gebe die Eingabetaste ein. Und hier füge ich jetzt erstmal wieder ein bisschen was ein. Und das Ganze ist in dem Fall für meinen Server 1. Wenn ihr für den Server 2 das auch noch machen wollt, dann müsst ihr genau diesen Code hier nochmal kopieren und eine Etage nach unten setzen. Und dann hier vielleicht Server 2 hinschreiben und dann halt da auch eben für den Server 2 auch alle Backups, die ihr nicht mehr braucht, dann zu löschen. In dem Fall müssen wir hier auch nochmal unsere Borg Passphrase eingeben, also unser Passwort für dieses Repository. Das ist in dem Fall Linux Guides 2022. Wie gesagt, nehmt da lieber ein sicheres Passwort. Wobei, ganz ehrlich, so sicher muss das Passwort gar nicht sein, überlege ich mir gerade. Eure prune-backup.sh liegt so direkt neben dem Verzeichnis. Wenn ihr das vielleicht nicht so offen hinlegen wollt oder vielleicht durch einen anderen Benutzer das ausführen lassen wollt, dann macht das auch. In dem Fall reicht es jetzt aber für mich. Wir wollen den Befehl borg prune ausführen und das wollen wir bei einem gewissen speziellen Repository machen, in dem Fall beim Backups Repository Server 1, wie gesagt, und mit diesem umgekehrten Schrägstrichen sagen wir, okay, gut, nimm noch das aus der nächsten Zeile dazu zu dem Befehl. Wir wollen einmal die letzten 10 täglichen Backups behalten, die letzten 6 wöchentlichen Backups, also von den letzten 6 Wochen und aber auch Backups von den letzten 12 Monaten jeweils eins beinhalten. Das heißt, am Ende werdet ihr, wenn ihr alles zusammenrechnet, insgesamt 28 Backup-Punkte haben, wenn das jetzt ein Jahr dann durchläuft, auf die ihr dann später zugreifen könnt, je nachdem von verschiedenen zeitlichen Altern. Das macht eigentlich schon relativ viel Sinn. Je nachdem könnt ihr hier natürlich auch ganz eigene Werte definieren. In meinem Fall passt es jetzt aber so. Und genau, das wäre es eigentlich auch schon. Das speichere ich jetzt einfach mal ab mit Steuerung O und Steuerung X. Jetzt müssen wir das Ganze nochmal ausführbar machen. Das mache ich mit dem Befehl chmod plus x prune-backup.sh und jetzt tun wir das einfach nochmal ausführen, einfach nur zur Sicherheit, ob das überhaupt funktioniert, ob wir da irgendeinen Mist nicht gemacht haben, aber der sagt hier super, gut, synchronizing chunk cache, dann, das sieht nicht nach einer Fehlermeldung aus. Genau, er hat das soweit gemacht und wenn jetzt hier zu viele Backups sein sollten, beziehungsweise Backups sein sollten, die wir nach den Regeln, die wir eben definiert haben, nicht mehr brauchen, dann löscht er die dann auch automatisch. Jetzt wollen wir das natürlich dann auch noch automatisch ausführen lassen, das ist vielleicht dann auch nochmal ganz am Ende wichtig, dass das alles vollautomatisch läuft und dass unser Backup-Server nicht unnötig vollläuft. Da sollte natürlich dann schon einen gewissen Speicherplatz mitbringen. Das mache ich dann jetzt mit dem Befehl crontab-e. Ihr kennt das Spiel schon und hier fügen wir jetzt ein, ich möchte das nicht um 2 Uhr morgens haben, ich möchte es jetzt beispielsweise um 9 Uhr morgens machen und dann wollen wir das auch wieder jeden Tag ausgeführt haben. Also hier die 3 Sternchen dafür und dann müssen wir nochmal den Befehl eingeben. In dem Fall ist es hier Home Server Backup und dann prune-backup.sh. Halt eben der Pfad zu der Datei, die wir eben erstellt haben und dann passt das so. Dann wird das jetzt jeden Tag um 9 Uhr ausgeführt und jetzt ist unser Backup-System eingerichtet.
Also, was haben wir jetzt gemacht? Wir haben auf unserem Server 1 hier was Automatisches eingestellt, wo wir dann die Dateien sichern auf den Backup-Server. Und diese Dateien werden hier auf dem Backup-Server gespeichert. In dem Fall ist es hier immer um 2 Uhr morgens und um 9 Uhr morgens geht der Backup-Server hier hin und verwaltet da seine Dateien drauf und löscht gegebenenfalls dann welche, die dann zu viele waren und beinhaltet dann die Backups. So, das haben wir jetzt eingerichtet in dem Video und wenn ihr jetzt weitere Server einrichten wollt, funktioniert das wie gesagt dann analog. Aber genau, das haben wir jetzt diese Folge gemacht. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video weiterhelfen. Ja, checkt vielleicht immer mal jeden Monat oder jedes halbe Jahr ab, ob hier soweit noch alles funktioniert. Am besten natürlich jeden Tag. Ihr könnt es natürlich dann auch nochmal verfeinern, indem ihr automatisch E-Mails rausschicken lässt und dies und jenes. Ja, das sprengt jetzt den Rahmen des Videos. Vielleicht mache ich dann nochmal ein Folgevideo, was auf diesem Konzept hier aufbaut. Das wäre es von mir gewesen. Schaut auch gerne auf Nicht der Weisheit letzter Schluss vorbei. Dort wird auch eines der nächsten Videos wieder erscheinen. Und wir sehen uns dann in einem nächsten Video wieder. Bis dahin, euch eine schöne Zeit. Ciao.